Hallo, ihr Neugierigen! Prinz Harry und Meghan Markle sind im Grunde genommen wie die schwarzen Schafe der Königsfamilie geworden. In der Doku über ihre Reise nach Afrika erwähnte Meghan, dass sie sich das gar nicht vorgestellt hat, unter welcher Kontrolle sie stehen würde, wenn sie Prinz Harry heiratet. Könnte es daran liegen, dass sie zu schnell geheiratet haben? Warum haben sie auf die Hochzeit so gepocht? Wurde Harry von der Liebe völlig geblendet? Oder lag es an einem bestimmten Familienmitglied? Bleibt dran, um zu erfahren, warum Prinz Harry und Meghan Markle so schnell geheiratet haben. Denkt ihr auch, dass die Liebesgeschichte von Prinz Harry und Meghan Markle wie eine stürmische Romanze war? Sie waren nur etwas mehr als ein Jahr zusammen, dann verlobten sie sich im November 2017. Und im Mai 2018 heirateten sie und einige Leute von außen und von innen meinten, sie wären ein wenig zu schnell. Nun, schnell zumindest für königliche Verhältnisse. In der königlichen Familie ist es durchaus üblich, über einen längeren Zeitraum verlobt zu sein. Man muss nämlich 100% sicher sein, dass sie zueinander passen. Prinz William zum Beispiel war jahrelang mit Kate Middleton zusammen, bevor er ihr den Heiratsantrag machte. Prinz Harry folgte ihm aber nicht und das ist anscheinend einer der Gründe, warum die Brüder eine Auseinandersetzung haben. Meghan und Harry haben dagegen gesagt, dass ihre Beziehung gar nicht stürmisch gewesen sei. In einem ihrer ersten gemeinsamen Interviews mit der BBC sagte Meghan, dass es Anweisungen geben sollte, wie öffentlich ihre Beziehung sein sollte, nachdem sie 6 Monate lang fast nur Privatsphäre gehabt hatten. Glaubt ihr, dass sie diese Zeit jetzt vermissen? Damals hatten Harry und Meghan viel Zeit, um sich zu treffen und sie haben sich nie länger als 2 Wochen gesehen, obwohl sie in einer Fernbeziehung waren. Aber wie haben sie sich denn getroffen? Sie haben sich wie viele normale Menschen kennengelernt, nämlich sie wurden von einem gemeinsamen Freund im Juli 2016 an einem Blind Date vorgestellt. Harry und Meghan waren zu dieser Zeit in Toronto. Während Harry Invictus Games dort promotete, arbeitete Meghan an der TV-Serie Suits. Als der gemeinsame Freund Meghan fragte, ob sie Prinz Harry kennenlernen möchte, fragte sie nur eins: Ist er nett? Sie wusste nicht viel über ihn und fand, dass, wenn er nicht nett wäre, hätte es keinen Sinn, ihn zu treffen. Offensichtlich fand Meghan Harry nett, denn sie trafen sich dann in London. Nach ihrer Verlobung erwähnte Prinz Harry im Interview mit BBC, dass sie mal ein besonderes Date gehabt hätten, als sie unter den Sternen in Botswana gecampt hätten. Er sagte, dass sie an diesem Tag für längere Zeit ganz allein gewesen seien und sich wirklich hätten kennenlernen können. Anscheinend hat es gereicht, um zusammen zu bleiben, und Meghan entschied, es zu riskieren und ein Mitglied der königlichen Familie zu werden. Aber warum haben Meghan und Harry so schnell geheiratet? Der offizielle Grund könnte an Meghans Staatsbürgerschaft liegen. Prinz Harrys Kommunikationsminister sagte der BBC, dass sie trotz ihrer Bekanntheit und der Position keine Sonderbehandlung erhalten hätte, wenn es um die Beantragung der britischen Staatsbürgerschaft ging. Und offensichtlich brauchen alle Formalitäten viel Zeit. Eine der Anforderungen ist, dass, wenn jemand als Verlobter eines britischen Bürgers ins Land kommt, müssen sie innerhalb von 6 Monaten heiraten. So hätte der Zeitpunkt ihrer Verlobung und der Hochzeit die Anforderung erfüllt. Aber es gab vielleicht einen anderen Grund und diesmal ist es irgendwie süß. Da Prinzessin Diana nicht hier ist, um zu sehen, dass er seine eigene Familie hat, hatte Prinz Harry einen anderen König, der ihm nach dem Tod seiner Mutter half. Wir sprechen von Prinz Philip. So konnte Harry die Verlobung und die Hochzeit schneller verwirklichen und den kleinen Prinzen Archie zeugen, solange Prinz Philip noch da ist, um einen Urenkel von Harry zu bekommen. Seien wir ehrlich, er ist fast 100 Jahre alt. Glücklicherweise konnte aber der 98-jährige Prinz Philip und die Königin Elizabeth an der königlichen Hochzeit von Harry teilnehmen. Und Prinz Philip plante sogar absichtlich eine Hüftoperation im Jahr 2018, damit er die Hochzeit seines Enkels nicht verpassen würde. Aber nicht jeder unterstützte Harry und das ist irgendwie traurig. Es geht um seinen eigenen Bruder. Anscheinend wurden Harrys Gefühle schon lange vor seiner Heirat verletzt. William machte sich Sorgen, dass Harrys Beziehung zu Meghan zu schnell geht. Sie verlobten sich nach weniger als einem Jahr und deshalb sagte William zu Harry, er solle die Dinge nicht überstürzen. Die Cambridges waren besorgt darüber, wie schnell sich Harry verlobte, weil sie nicht einmal die Chance hatten, Meghan richtig kennenzulernen. Des Weiteren behaupteten sie, dass sogar Harry Meghan nicht so gut kannte. Anscheinend wurde Harry wirklich wütend darüber und beschuldigte William, dass er versucht habe, seine Beziehung kaputt zu machen, bevor sie überhaupt begonnen hatte. Prinz William ist nicht der Einzige, mit dem Harry beleidigt war, weil er gegen seine schnelle Verlobung Einwände vorbrachte. Anscheinend hat Harry sogar die Kontakte mit seinem besten Freund abgebrochen, denn dieser habe gemeint, dass Harrys Beziehung ein Fehler sein könnte. Sein Freund Tom Skippy Inskip leistete Harry Gesellschaft bei seinen wilden Partys und er ist einer von vielen ehemaligen Klassenkameraden des Eton College, von denen sich der Prinz distanzierte.
Anscheinend sagte Inskip, dass Harry Meghan überhaupt nicht heiraten sollte. Sie war auch nicht begeistert davon. Also tat Harry, was seine Frau wollte und konzentrierte sich auf die Gründung seiner Familie. Ja, aber nun wieder zurück zu euch. Was denkt ihr? Sind für euch die Gründe, warum Meghan und Harry so schnell geheiratet haben, plausibel genug? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren wissen und vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben. Bis zum nächsten Mal.